Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Deftan von Voldwun anzunehmen bei Unteroffizier Naskrim in den Grizzly Hügel an dieser Position. Die Vorquests waren eine Demonstration der Stärke und Geheimnis der Flammenbinder. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5. mit einem Charakter, der schon viel zu hoch für dieses Gebiet ist. Ich bin aber davon überzeugt, das Video hilft euch auch hin wie OTLK Classic. Denn ich zeige euch, wie man diesen Mob ganz normal besiegt, ohne dass ich ihn als normaler Spieler töte. Man muss sich nun ins Questgebiet begeben. Ihr seht, der Punkt wird hier angezeigt, aber da kommt man ohne Flieger nicht hin. Da ich annehme, dass ihr die Quest in WOTLK Classic macht, während des Levelns könnt ihr normalerweise dann noch nicht fliegen, denn ihr seid noch nicht Stufe 80 vermutlich. So, dann geht's hier entlang. Ihr seht, ich fliege, ich überfliege die ganzen Mobs. Es spart beim Quest annehmen, beim Quest erledigen sehr viel Zeit. Ihr könnt den Mobs ja ein bisschen ausweichen. Nun geht es hier weiter nach unten, diesen Weg. Und nun darf man hier diesen Drachen benutzen. Macht Flammenbringer los und kontrolliert ihn. Gesagt, getan. Und nun fliegen wir zur angezeigten Position mit diesem Drachen. Hier ist auch Tan Thorvald Eriksson. Den darf man jetzt töten. Das macht man am einfachsten, indem man in den Nahkampf fliegt und ihn dann als erstes betäubt. Während man den Skill betäubend wirkt, darf man sich nicht bewegen, sonst könnte es zu Bugs kommen und es zählt nicht. Dann benutzt man die Taste 1 und 3 im Wechsel, je nachdem welche kein Cooldown hat. Und immer wieder, wenn der Cooldown von Flügelstoß frei ist, den benutzen, während man sich nicht bewegt. Ich glaube, dieser Drache skaliert mit der eigenen Stufe vom Charakter. Deshalb werde ich euch hier nicht viel zeigen können, leider. Ich kann euch das nur erklären, wie gerade eben. Also, in den Nahkampf fliegen. Ich werde ihn vermutlich mit einem Schlag töten. So, dann drückt ihr die 2. Jetzt ist er betäubt. Ich habe ihn noch nicht getötet. Und dann drückt ihr die 1 gleich. Und diesmal habe ich ihn mit 2 Schlägen getötet. Als ich die Quest auf der Allianz-Seite gezeigt habe, habe ich ihn direkt mit der 2 besiegt. Das war ein bisschen ungünstig. Nun könnt ihr mit diesem Drachen hier über diesen Fluss fliegen noch. Ihr werdet nicht sofort abgemountet. Ist sehr praktisch, besonders in WOTLK Classic. Denn dadurch entgeht ihr ein paar Kämpfen. Ja, jetzt werde ich abgemountet. Nun steige ich aber auf mein Mount. Okay, ich bin noch im Kampf. Warum, wieso, weshalb? Jetzt geht's. Und die Quest ist bereit zur Abgabe. Sehr schön. Quest ist abzugeben bei Unteroffizier Naskrim in den Grizzly Hügel an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch noch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht schaut ihr auch mal da vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!